Die heißen aber auch anders, guck mal. Das ist eine andere Marke. Ja. Die heißen anders. Das ist eine andere Marke. Jetzt müssen wir mal schön für die Kamera laden. Ja. Sehr gut. Ja. München angereist ist und uns authentisch von seiner Arbeit in Vietnam und anderen Teilen der Welt berichtet, um dort Kinder mit einer Lippen-Kiefern-Gaumenspalte zu operieren. Damit das Leben zu erhalten und somit den Kindern und Familien ein besseres Leben zu ermöglichen und den Platz in der Gesellschaft
zu sichern und zu erhalten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lonitsch. Das Leid zu lindern. Das 50-jährige Jubiläum stand ganz im Zeichen von Aktivitäten des Lions Club. Neben der Aktion Spaltkinder war es ein großes Anliegen, auch den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien und im vorigen Jahr den Menschen in der Ukraine und im Ahrtal zu helfen. Vergessen haben wir nicht die Unterstützung in unserem Landkreis und auch nicht die Frankenberger Tafel, mit der wir eine sehr enge Verbindung haben und die sehr fruchtbar miteinander besteht. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei den Musikerinnen für ihre Bereitschaft, heute bei uns zu sein und uns mit ihrer musikalischen Vielfalt zu unterhalten. Sei es die Jugendlichen und die Lehrer der Musikschule, die Blechbläser des Orchesters der Edertalschule unter Verstärkung von Ehrenamtlichen und auch Verstärkung von Carsten Dietmann. Vergessen darf ich nicht die Combo des Hinterland Jazz Orchesters, die kennen wir schon von der Schaderfeier. Sie haben uns dort bestens unterhalten und sie war ein treuer Begleiter und von daher freuen wir uns, dass Sie heute Nachmittag wieder hier bei uns sind. Im Mittelalter schon schmückten sich alle Herrschenden, aber auch die Klöster und Mönche und Nonnen mit dieser edlen Blume. In keinem der Klostergärten fehlte diese. Mönche und Nonnen kultivierten die Rosen in den Klostergärten für medizinische Zwecke, liturgische Rituale und ästhetische Schönheit. Ganz sicher auch hier im Kloster St. Georgenberg. In der Renaissance und im Barock erreichte die Rose ihre Blütezeit und waren in diesen Gärten der Höhepunkt. Bekannte Beispiele sind die Rosengärten von Hohenschwangau und die Rosengärten vom Schloss Versailles. Insgesamt haben Rosen eine lange Tradition und eine bedeutende Rolle in der Kultur und Geschichte von unseren Klöstern, Burgen und Schlössern. Und gerade jetzt auch wieder in modernen Gärten. Sie werden als zeitloses Symbol der Schönheit, Romantik und Eleganz geschätzt und sind gerade heute wieder ein wichtiges Element der modernen Gartengestaltung. So auch hier in diesem wunderschönen, neu gestalteten Innenhof des Kloster St. Georgenberg. Und die Patina, die im Moment noch an den Wänden fehlt, wird ganz sicher in der nächsten Zeit kommen. Ein großes Kompliment an die Planer und den Stadtbaumeister von Frankenberg, Herrn Carsten Dittmar. Sie haben es hier geschafft, moderne Gartenarchitektur mit traditionellen Formen und Materialien zu mischen und zu verbinden. Gerne und mit Freude hat der Lions Club einen Beitrag dazu geleistet und der Stadt Frankenberg und dem Landkreis, aber vor allem den Besuchern und der Frankenberger Bevölkerung 100 Lionsrosen geschenkt, um einen großen Farbtupfer mit Chrom und mit Creme und orangefarbenen Lionsrosen in dem Zusammenspiel von Heilkräutern, Küchenkräutern, Stauden, Beerenstauden beizutragen. Die Lionsrose ist übrigens eine Züchtung des Lionsfreund-Cordes. Zwei verschiedene Cordes. Der eine Cordes hat die helle, der andere hat die rosafarbene gezüchtet. Der eine sitzt in Schleswig-Holstein und der andere in der Gegend von Köln. Ich bedanke mich bei allen Lionsfreunden für die tatkräftige Unterstützung der Firma Himmelmann, Herrn Mengel, als auch den Herren Ries. Der Familie Kuhn sage ich Danke für die kostenlose Logie und Pflege der Rosen in diesem Winter und die heutige Unterstützung des Rosenfestes und den Verkauf von den Lionsrosen, die sie übernommen haben, weil doch, dass die bei Fragen dann auch zur Verfügung stehen. Ihnen allen und die noch kommen werden, einen vergnüglichen Nachmittag bei leckerem Kuchen. Der Kuchen ist von den Damen des Clubs selbst gebacken und gespendet. Kühlen Getränken, längerem Essen, auch vegan, Burger und Würstchen. Jetzt darf ich mich für Ihr Kommen und Verweilen hier ganz herzlich bedanken. Die Spardose ist die Spendenbox mit unserem Löwen. Streicheln Sie ihn häufig und benutzen Sie dabei die Spendenbox. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
als wir gemeinsam in unserem Philipp-Soldan-Forum 50 Jahre Lionsfreunde Frankenberg feiern durften. Und wir hatten vorhin schon den Austausch und ich freue mich, das sage ich hier öffentlich und die Frankenberger kennen mich, wie ich für Europa brenne, dass wir das auch bei den Lions in ihrem Distrikt dann künftig einbauen können. Mich würde es auf jeden Fall schon einmal freuen, damit wir Freundschaft in Europa pflegen können. Ja, meine Damen und Herren, Freundschaft in Europa, Freundschaft in Frankenberg. Es ist natürlich ganz wichtig, Günther, dass ihr so etwas in den Mittelpunkt stellt. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer sage, normalerweise gibt es drei Gebäude, die in einer Stadt wichtig sind. Ich fange mit dem an, das am schlechtesten ist. Das ist der Bahnhof. Planen wir gerade dran, kann ich dazu sagen. Auch Sie wissen darüber Bescheid, muss ich dazu sagen, sodass wir dort natürlich auch das Schmuckstück zu dem Umfeld entsprechend bekommen werden. Das ist natürlich das Rathaus, das schönste zehntürmige Fachwerkrathaus Deutschlands haben wir hier in Frankenberg, auch das dürfen wir voller Stolz sagen. Und natürlich die Frauenkirche, die wir von hier aus auch tormäßig sehen. Und natürlich ist es immer ganz wichtig, wenn man historische Gebäude hat, nicht nur das Steinhaus, sondern auch dieses Kloster in den Mittelpunkt zu stellen. Denn wer hat schon ein solches Kloster für seine Stadtentwicklung im Zentrum einer Stadt? Meistens sind die auch irgendwo, aber nicht so präsent, wie wir das hier haben. Und das liegt mir natürlich am Herzen und das haben wir auch gemeinsam gut geplant und gut entsprechend hinbekommen. Muss natürlich jetzt eins schon einmal heute sagen, wenn ich schon einmal Bürgerinnen und Bürger da habe, will ich das auch machen. Die nächsten Wochen werden noch mal etwas spannend, auch was die Parkplatzsituation angeht. Denn das, was wir dort jetzt vor mir sehen, wird auch wegkommen und der Parkplatz kommt dann von hier aus gesehen hinter dem Klosterflügel. Dieses Kloster übrigens war schon immer ein offenes, dreiflügeliges Kloster. Aber es war auch immer nach dort abgesperrt mit Heckenstrukturen oder Mauerstrukturen, die wir ja dort hinten auch noch alt und historisch sehen. Die gingen auch weiter. Aber irgendwann, und das muss man auch zugestehen, im Rahmen des Zeitgeistes dann der 70er Jahre, der Not, dass man Büroräume brauchte, hat man natürlich dann auch gesagt, okay, warum bauen wir das nicht an? Das ist die Situation und deshalb bin ich sehr froh, dass wir mit dem Landkreis gemeinsam, und der erste Kreis beigeordnet ist ja heute hier, dass wir dort gemeinsam gesagt haben, komm, wir wollen diesen Mittelpunkt Frankenbergs neben dem Obermarkt, Untermarkt, wollen wir neu gestalten, wollen wir neu machen, wollen wir schick machen. Und deshalb muss ich dazu sagen, ja, es ist so, wie es jetzt geworden ist. Ich finde es schön. Natürlich muss, Herr Weil hat es als Patina bezeichnet, viele sagen auch, diese Steine dort hinten seien nicht aus Deutschland. Ich muss dazu sagen, sie sind aus Deutschland. Sie mussten nur zum Schneiden einmal, weil bei uns in Deutschland kein Sägewerk war, was diese Steine schneiden konnte, von Deutschland nach Frankreich gebracht werden und dann wieder zurückgebracht werden. Das ist die Wahrheit, damit dieses Gerücht auch mal weg ist. Also die Steine, die dort sind, sind aus Deutschland, sind auch mit der Denkmalpflege abgestimmt, so dass wir das haben. Und Herr Beil hat ja schon sehr gut erklärt, was ist alles hier. Wir haben dort auch essbare Pflanzen kommen hinein, also nicht die Pflanzen, sondern die Früchte da dran, so dass man einfach mal naschen kann, auch wenn man in Frankenberg unterwegs ist, wenn man neben der Nymphe irgendetwas tut. Und es wird natürlich auch noch weitergebaut hier dran. Wir haben bewusst auch mit dem Landkreis in Abstimmung diese Flächen erweitert, um bis zu dem Mittelgang das entsprechend neu zu machen. Und dann kam Herr Beil an, 50 Jahre Lions. Wir wollen etwas tun. Wir wollen Rosen spenden und wollen die hineinmachen. Jetzt darf ich ruhig mal sagen, er hat mich auch manchmal genervt. Aber wir verstehen uns weiterhin. Das ist doch ganz wichtig, weil er gesagt hat, wir wollen das dann und dann fertig haben. Ja, Herr Beil, soweit fertig. Lag aber auch daran, dass wir die Fördermittel, und die hängen bei vielen Sachen, auch in Kürze schon abgerechnet haben. Also es ist auch immer so ein Problem. Man will Geld und dann hat man die Problematik auch abzurechnen. Deshalb passt es ja bei und da bleiben wir auch in Freundschaft miteinander dabei. Das weiß ich, aber wir können das gegenseitig ruhig mal ab, dass wir uns so etwas sagen. Deshalb bin ich froh, dass er auch mal drängt und gedrängt hat. Heute sind wir hier, dürfen das einweihen und ich freue mich natürlich, ich habe das ja schon gesehen, auch mit Herrn Dr. Lonitsch, wenn solche Organisationen dann in den Mittelpunkt, solche Aktionen in den Mittelpunkt gestellt werden, ist es natürlich umso schöner, denn wie viele Kinder sterben durch diesen Fehler
den Sie dort mit auf die Welt bringen. Und deshalb kann ich Ihnen nur herzlichen Dank sagen, auch für Ihre ehrenamtliche Arbeit, für Ihren Einsatz. Toll, und wenn Sie das heute hier in Frankenberg erklären, Herr Beil drückt schon, dass dort ordentlich Geld zusammenkommt. Da bin ich mir auch sicher. Lassen Sie uns gemeinsam etwas für diese Kinder tun. Bleiben Sie noch etwas hier, genießen Sie das schöne Ambiente, es wird noch schöner. Und vor allen Dingen, ich sage ja auch immer wieder, wir brauchen Aufenthaltsqualität, die haben wir hier geschafft, damit wir die Verweildauer erhöhen. Und heute ist die Verweildauer auch hier in dem schönen Ambiente geschehen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und lassen Sie uns Frankenberg weiterentwickeln. Dankeschön. Dirk Hess, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen allen zunächst einen schönen Sonntagnachmittag. Ich glaube, Sie haben eine gute Wahl getroffen, heute hier sein zu können unter ganz vielen netten Menschen in diesem herrlichen Ambiente. Und Herr Beil, Ihnen und den Lions hier aus Frankenberg auch den herzlichen Dank von mir persönlich und vom Landkreis Waldeck-Frankenberg für Ihr neuerliches Engagement im zivilgesellschaftlichen Bereich. Ich glaube, Rüdiger Hess hat es ja schon gesagt, Ihre Spende ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen der Gestaltung dieser neuen Gartenanlage, die hier in unserem Klosterbereich entstanden ist. Und man sieht ja jetzt schon die Entscheidungen, die vor 2-3 Jahren, Rüdiger, so lange ist es her, getroffen worden sind. Das waren die richtigen Entscheidungen. Wir vom Landkreis Waldeck-Frankenberg, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben uns früh entschieden, als der Bürgermeister auf uns zukam und uns ansprach, wie soll die Weiterentwicklung hier im städtischen Bereich aussehen, dass wir unseren Beitrag leisten. Wir haben Bürogebäude abgegeben und sind im Grunde genommen eingestiegen in eine Neuorganisation unserer Behörden hier am Standort in Frankenberg-Eder. Wir ziehen keine Behörden hier ab, nein, wir entwickeln uns weiter, halt an verschiedenen Standorten. Hinter mir in der Bahnhofstraße sind ja bereits Räumlichkeiten angemietet worden für unser Gesundheitsamt und wir sind gerade dabei, in der Jahnstraße in einem PPP-Projekt dann neue Büroräume zu richten für unsere technische Verwaltung, also die Bauaufsicht, die Gebäudewirtschaft und den Fachdienst Umwelt. Und in diesem Gebäude hier im alten Kloster finden dann künftig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer sozialen Verwaltung ihre Arbeitsplätze, das Jugendamt, das Sozialamt, die Ausländerbehörde. Das ist im Wesentlichen das, was wir hier in dem alten Kloster unterbringen werden. Wir haben da noch viel zu tun. Hier gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Brandschutz, was jetzt niemand sieht. Und ganz konkret wollen wir uns auch, und da gibt es schon Absprachen mit dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Eingangsbereich, dem sogenannten Torwärterhäuschen oder dem Rest des Ostflügels, wie das früher mal hieß, widmen und wollen das dann auch denkmalgerecht umgestalten in den nächsten Jahren, um das bauliche Ensemble dann hier insgesamt dann abzurunden. Also wir bleiben hier in Frankenberg und wir wollen unseren Beitrag als Landkreis leisten, dass die enormen Anstrengungen der Stadt zur Aufwertung des innerstädtischen Raumes und der Einbeziehung der Eder in die Stadt dann auch von uns positiv begleitet werden. Ein Anziehungspunkt werden, ein Platz zum Verweilen, zum Schauen, ein Platz, um sich weiterzubilden. Und mit Heimatmuseum und Stadt und vielem mehr entsteht hier etwas äußerst Attraktives. Und dass Sie als zivilgesellschaftlicher Partner dabei sind, das sorgt auch dafür, dass die Bande geknüpft werden zu den Menschen in Frankenberg und in der ganzen Region und alle wissen, hier entsteht was von den Bürgern für die Bürger. Herzlichen Glückwunsch, allerbesten Dank, Herr Beil, für Ihre Aktivitäten und Ihnen allen, meine Damen und Herren, einen schönen Nachmittag hier im Kloster Innenhof. Dankeschön. Ich finde es ganz toll, dass so viele Leute auch hier gekommen sind an diesem schönen, neu gedachten Platz, der auch das ein schönes Forum bietet. Und insofern, Herr Bürgermeister, Herr Beil, Herr Frese, herzlichen Dank nochmal, dass ich Ihnen hier auch mein Projekt vorstellen darf. Danke nochmal an den Lions Club Frankenberg, der nicht zum ersten Mal dieses Projekt unterstützt. Das Projekt ist entstanden aus meiner Zeit, wo ich circa zwei Jahre in Taiwan gearbeitet habe. Und dort sind wir von Taipei aus in verschiedene Orte in Südostasien gefahren und haben dort mit großen Partnerkrankenhäusern zusammengearbeitet, um eine ganzheitliche Versorgung von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Patienten zu machen. Was war das nochmal mit dem Knoten? Der ist fliegen gleich. Ja, alle mal hier hinten, genau. Gewonnen. Gemeinsam? Ja, genau. Also, das auch noch. Ich
Tschüss. Und bitte mal gucken. Gucken, gucken, gucken. Noch besser, wenn natürlich alle würden sich hinhocken, aber es wäre jetzt auch viel verlangt, ne? Ach, das schaffen wir. Das ist vorhin. Oh. Was denn? Also, das rote Band, ja. Ja. Genau. Grün ist gut. Ich grün, wir uns, gehen wir uns von Ihnen nieder. Ja. Ja, jetzt wollen Sie mal mit der einen Hand so ein bisschen, ob das, damit man auch sieht, dass um das Schild geht. Hier, genau. Aber zu Ihnen gucken. Ja, Herr Friese, genau. Das hat doch nichts mit Ihrer Person zu tun. Das war schon immer meine Lieblingsreporter. Unsere Musik Ihnen präsentieren dürfen. Wir haben ein gemischtes Programm aus solistischen Musikstücken mitgebracht. Wir beginnen mit Cello und Klavier, das ist die Lisa Richter, die wird begleitet vom Tim Debner. Ganz zum Schluss ist ihr Bruder, der Niklas Richter, auch mit dem Cello da, wird auch vom Tim Debner begleitet. Dazwischen spielen die Nele Maneke und die Ellen Glotz, Geige. Beide werden begleitet von Matthias Müller. Und dann haben wir noch ein Stück für Flöte und Klavier, das ist die Sophia und die Beate Kötter. Und jetzt freuen wir uns sehr auf diese ganz unterschiedlichen Stücke. Viel Vergnügen dabei.